Herkese merhabalar. Ahmet Selim Şimşek ben. Bugün araba motorundan çıkan olan bir yeni yavru kediyi sahiplendim arkadaşlar. Yani geçenlerde bir yavru kedi sahiplenmiştik. O da maalesef bir tane başka yabani bir kediden saldırıya uğramıştı ve ölmüştü. Onu daha unutmadan 3-4 gün geçmeden bakın yine bir görev başımıza geldi. Yani artık kendime böyle bir hissediyorum ki yani bu hayvanlar öyle tabii ki es geçemiyoruz. Ve bunlara sahiplenmeden ve sahip çıkmadan duramıyorum arkadaşlar. Bu kedi de bana bugün nasıl geldiğini size anlatacağım. Bu yavru kedi bugün yabancı bir turistten getirildi bana. Burada yaşayan olan yabancı bir turistten getirildi bana. O da nasıl buldular o kediyi? Vatandaşın birisi Siri'deydi. Yani ben Kumköy'de yaşıyorum. Siri ile Kumköy arasında yaklaşık bir 5 kilometre. O da orada bir yavru kedi vardı. Motorun içine girdi. O da çıkarmaya çalıştı. Sonra çıktı mı çıkaramadı mı adam tam göremedi ve karar veremedi. Onun üzerinde araba çalıştırıp ve Kumköy'e gelmiş. Sonra bu kedi motordan çıktı. Yani yaklaşık 5-6 kilometre motorun içinde kalmıştı yavru kedi. Ve yavru kedi oradan çıktıktan sonra yabancı olan turistler bunu gördüler ve orada bir parkta ağlıyordu. Yani yavru kedi bu arada. Bir sene gelen oğlum geldim buraya. Yavru kedi de bu. Gördüğünüz gibi 8 haftalık bir sarman kedi. Biraz daha kirli. Gördüğünüz gibi. Çünkü araba motorundan çıktı. Ve yavru kedi o şekilde bırakmadılar onları tabii ki. Yavru kedi bana getirdiler. Yani beni YouTube'da takip ediyorlarmış. YouTube'dan dolayı dükkanın olduğunu da biliyorlar. Onun üzerinde getirdiler bana kediyi. Ve kedi gördükten sonra kediyi de tabii ki bu şekilde bırakamadım. İlk başta ben bir mama verdim ve yavru kedi baya bir stresin içindeydi. Baya bir yani heyecanı vardı tabii kedinin. Çünkü nereden geldiğini de bilmiyordu kedi. Onun üzerinde bizim dükkanda bırakmak istemedi ilk başta. Çünkü baya bir stresliydi kedi. Elemana dedim ki bunu eve götür. Eve götürdükten sonra aklıma geldi. La evin içine bir tane canavar kedi girmişti ve diğer kedi öldürmüştü. Onun üzerine aradım ve dükkana geri getir dedim yavru kediyi. Yavru kedi dükkana geri getirdikten sonra gün boyunca tabii ki baktık. Ve akşam kapattıktan sonra şimdi eve getirdim. Ama ortada bırakmayacağım diğer yavru kedi tabii ki o kediden dolayı. Bunu da bir karantina kafes var. Sabah kadar onun içinde bırakacağım. Ve yarın gündüz tekrar dükkana götüreceğim. Yani bu kedi arkadaşlar benim kedi değil. Bu kedi yani hepimizin kedisi. Çünkü bu kedi bir sokak kedisi. Bunun sokakta yaşama şansı sıfır. Yani bakın kedi de bayağı kirli. Çünkü motorun içinde kaldığı için ister istemez bayağı da bir kirlendi. Ama bundan sonra inşallah bir şey olmaz bu kediye. Bu kedi de yaşar ve bundan sonra da sahip çıkacağız ve burada aramızda da yaşayacağız ve sık sık karşınıza çıkacak bu kedi bundan sonra arkadaşlar. So hallo und herzlich willkommen beim Livestream bei Cats and Goat. Es geht heute darum, ich habe eine neue Katze. Also wir haben noch nicht mal den Louis wirklich vergessen und schon ist die neue Aufgabe da. Es handelt sich hier um eine circa 8 Wochen alte Babykatze. Die 8 Wochen alte Babykatze wurde heute in Kumkö gefunden. In Kumkö, also wir haben eine kleine Straße in Kumkö, wo die ganzen Bars sind. Und wo die Bars sind, war die Babykatze da und die hat dort richtig geschrien gehabt. Und das haben Urlauber gesehen, also das haben Touristen gesehen. Und die kennen mich durch YouTube, also die kennen meinen Kanal durch YouTube, Cats and Goat und dann Talia Civil Eismund. Und die wissen, dass ich mich sehr viel um Katzen kümmere. Und die haben dann die Katze dort nicht zurückgehen lassen. Es hieß auch, dass dort einer die Katze gesehen hatte und also es hieß, dass die Katze in Side war und dass dort einer vom Auto, dass sie in einem Auto war und dass der Fahrer, dass sie im Auto war, im Automotor drin und die ist sich rausgegangen und ist einfach losgefahren von Side nach Kumköy und die Katze war die ganze Zeit im Motor drin und die Leute haben sie dann im Park gesehen, dort wo die ganzen Barstraße ist, wo die Dänis Bars, wo die Istanbul Bars, dass sie dort ganz toll schreit. Es handelt sich, wie gesagt, hier ungefähr um eine 8-wöchige
mein achtwöchiges Kitten, das ist circa 8 Wochen alt. Und sie konnten die Katze dort natürlich auch nicht zurücklassen, dass sie sie schreien. Und die Urlauber waren natürlich auch völlig ratlos. Das Einzige, was ihnen eingefallen ist, dass sie die Katze zu mir bringen und dass sie meinen Kanal auch bei YouTube folgen und dass sie nicht wussten, was sie mit der Katze machen sollten. Und die haben mir das auch so erklärt, dass der eine die Katze im Motor hatte und das immer noch, dass der so ein bisschen dunkel ist. Also das ist auch ein bisschen schwarz hier in der Nase und so. Man sieht schon, dass der auch in der im Motor drinne war. Und als sie mir gebracht haben, habe ich da zuerst ihm Feuchtfutter gegeben. Und nachdem er Feuchtfutter bekommen hatte, habe ich ihn dann ein bisschen gestreichelt. Und ich habe mir das natürlich angeschaut und ich habe gesehen, dass der ein bisschen Angst hat. Dann habe ich zu meinem Angestellten gesagt, bring ihn bitte nach Hause und dann soll er da bleiben. Dann war der schon hier zu Hause und dann habe ich ihn nochmal angerufen und habe zu ihm gesagt, bring den sofort wieder zurück, denn mir ist hier eingefallen, dass der Mörder von Luis sich hier rumlungert. Und wenn er schon den Luis getötet hat, dann kann ich mir vorstellen, dass er den auch töten würde. Deswegen habe ich hier den wieder geholt und habe dann ihn angerufen, bring den in den Laden. Dann war der den ganzen Tag mit mir in dem Laden und jetzt ist er hier zu Hause und er wird später in den Quarantänekäfig kommen und den werde ich dann in der Früh mit in den Laden nehmen. Ne? Und dann bist du fleißig. So nur zur Info, wir haben hier einen neuen kleinen Kater, ca. 8 Wochen alt, einen völlig hilflosen Kater, der nach seiner Mama gesucht hatte und nicht wirklich weiß, was er da machen soll. Und der wurde mir gebracht und jetzt werde ich mich auch um ihn kümmern. Also es ist für mich einfach mittlerweile so, ich kann ein Tier sowieso nicht zurücklassen und sobald es da ist, muss ich mich darum kümmern. Und dann werdet ihr ab jetzt auch den neuen Kater hier auch, wenn alles gut geht und der das überlebt, auch immer zu sehen bekommen. Und schaut mal, das ist jetzt hier der neue Kater. Ich habe ihn gerade runtergelassen und jetzt will er ein bisschen spielen am Boden. Und natürlich ist er auch von den anderen Katzen auch gut empfangen worden. Also meine Katzen sagen nichts, tun ihm nichts. Und schaut mal, da vorne ist der, also ist schon ein ganz, ganz kleiner, süßer Kater. Und schaut mal, die anderen sind zwar neugierig, aber die tun ihm nichts. Jetzt ist Frosch bei ihm. Wir machen nachher das Schlag. Ufacık bir yavru kedi. Bugün yeni sahip çıktık. Yeni sahiplendik. Dayanamadık. Ve bakın Bagheera da yanında. Schau mal, der Bagheera ist jetzt da oder da drüben ist der Pepper und daran kann man sehen, wie klein der eigentlich ist. Der neue kleine Kater. Also der weiß auch sicher nicht, was ein Katzenklo ist. Komm mal her, Kleiner, ich tu dich mal ins Klo. Vielleicht musst du ja aufs Klo. Du warst heute kaum auf Klo. Du musst dich auch ans Katzenklo gewinnen. Gewöhn, meine ich. Und wie gesagt, da muss ich auch gewöhnen und wir haben halt auch ihm vorerst das Leben gerettet. Der hat auch sehr, sehr großen Hunger, wo der zu mir gebracht wurde. Denn bana geldiğinde de bayağı bir karnı açtı. Arkadaşlar yani bayağı bir açtı. Ama yemek yiyor. Der frisst auch. Und wir können ja mal hier ihm auch wieder Futter geben. Es ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass der gefressen hat. Ja, warte mal dort. Ich bringe dir mal Futter. Kleiner Süßer. Dann haben wir das Mama verelim. Und wie gesagt, der frisst schon. Der hat zumindest heute gefressen. Auch wenn nicht viel. Der weiß halt auch nicht, was Futter ist. Noch nicht richtig. Und komm
mal, was da in Frankfurt den anderen, ne? Kann man da fressen. Und schaut mal. So sieht man jetzt im Kleinen, dass der auch fressen kann. Man sieht auch, wie dunkel der ist. Bizim yeni yavrumuz da şu anda yemek yiyor. Ve araba motorundan çıktığından dolayı arkadaşlar biraz da siyahlık var kedide. Das ist auch schon, wie gesagt, ein bisschen braun oder dunkel, weil der halt vom Motor kommt. Und natürlich sind auch unsere anderen Katzen da. Und schon mal, die Silvia wurde neu kastriert. Silvia da yeni kısırlaştırdık. Ve Lili de yeni kısırlaştırdık. Schaut mal da. Das ist schon ein kleiner Winzling. Und natürlich auch wie alle Katzen einfach nur süß. Somit sieht man halt, dass der neue Kater auch ein Schicksal hatte. Also der hatte kaum Überlebenschancen sowieso dort auf der Straße gehabt. Der wäre definitiv dort nicht, er hätte das nicht überlebt dort auf der Straße. Bu yeni yavru kedimiz arkadaşlar kesinlikle orada yaşama şansı yoktu. Vereyim ben size. Yani kaldığı yerde ölecekti. Gördüğünüz gibi bayağı küçük. 8 haftalık ama çok meraklı. Also ich schätze mal, der ist höchstens 7 Wochen alt. Oder 8 Wochen. Aber älter würde der auch nicht sein. Und daran sieht man, dass unser neuer Kater auch jetzt da frisst. Yani yeni yavru kedimiz şu anda yemek yiyor arkadaşlar. Ve bu kedi de şu anda yani elimize geldiği kadarıyla sahip çıkacağız. Şu şekilde diğer kediler gibi inşallah yaşar yani. Ich hoffe natürlich, dass er das auch überlebt. Und hier sieht man auch, dass die Lilly neu kastriert wurde. Die habe ich jetzt auch kastrieren lassen. Und die anderen Katzen fühlen sich hier auch ganz wohl. Und jetzt sieht man, dass der neue Kater satt geworden ist. Ne, du kleiner Neugieriger, wo willst du hin? Zack. Ne, wo willst du hin? Nereye gitmek istiyorsun? Schau mal, er geht da gerade hier durchs Haus. Ganz, ganz herzlichen Dank an die Sterne, 100 Sterne von Gloria Schulze, und davor hat uns auch jemand 100 Sterne geschickt gehabt von Esteli. Ganz, ganz herzlichen Dank an Esteli und an Gloria Schulze für die 100 Sterne, für die Unterstützung der Seite Cats and Gold und der Straßentiere. Also da sieht man auch, dass jetzt hier der neue Kater dort Pepper ist, und der Pepper will einfach nur mit ihm spielen, aber das weiß er sicherlich noch nicht.
Die Bagheera schaut sich den jetzt auch an. Yeni yavru kedimiz, bakın arkadaşlar, şu anda etrafı keşfediyor. Kesin de nereye geldiğimi de düşünüyor. Er fragt sich auch sicherlich, wo ich hier gelandet bin. Also ich habe noch keinen Namen für ihn, aber ich habe einen Namen, den ich im Gedanken habe. Ich habe vor, den Leon zu nennen. Den kleinen Spatz. Ja, und jetzt ist Erstgeborener da. Und er ist auch rotzfrech. Schaut mal, wie groß Erstgeborener ist. Und wie klein der ist, aber der ist, hält dagegen. Aber wenn da so ein Bestie kommt, so wie der Kater, der den Luis erwürgt hat, Pepper. Ja, der Pepper will gerne spielen. Der Pepper wäre der Letzte, dem was tun würde. Der Pepper spielt immer mit den neuen Kitten. Tamam, du musst dich hier zu Hause gewöhnen. Wir haben auch gerade so eine Erkältungsphase zu Hause. Die Nicole war krank und die hat alle am anderen gesteckt. Pepper, nicht zu grob. Ne, also der Pepper scheint die nicht zu mögen. Aber normalerweise hat hier Pepper normalerweise nie Probleme mit neuen Katzen. Bizim Peppa genelde yeni kedilere karşı değil. Böyle faucht hier gerade durch die Gegend, dem passt es gar nicht, dass hier gerade Katzen um ihn herum sind. Ja, Peppa, alles gut, ich streichel dich schon. Du brauchst nicht eifersüchtig oder sowas zu sein. Und das Kätzchen hier, der Leon, der war in einem Automotor. Und schon mal hier. Seine Ohren sind auch nicht die saubersten. Seine Kulakları da temiz değil. Der muss natürlich zur Kontrolle zum Tierarzt. Bunu veterinlere götüreceğiz. Bakıma. Bakın o kadar da bakımlı bir kedi değil. Der ist nicht so sauber, wie der ausschaut, der Leon. Ben biraz artık buna da sahip çıkacağız. Yani küçük bir kedi daha. Das ist noch eine kleine Katze, also ein kleiner Kater. Also fressen kann der, putzen kann der. Aber ihr habt gesehen, dass hier die Katzen nicht besonders glücklich sind gerade, dass hier ein neuer Kater da ist. Aber wie gesagt, man kann da nicht wegschauen. Man kann nicht einfach sagen, nee, interessiert mich nicht. Also ich kann sowas nicht, auch wenn jetzt hier so ein Drama war mit dem alten Kater Luis. Das Leben geht weiter. Und man kann solche hilflosen Tiere nicht zurücklassen. Also ich kann es zumindest nicht. Also wenn man auch denkt, was ich hier jetzt alles durchgemacht habe. Ich habe hier eine neue Katze aufgenommen. Ich hatte mich Tag und Nacht um ihn gekümmert gehabt. Der wurde von einem anderen Kater ermordet. Und der Mörder läuft hier noch im Haus herum. Und ich nehme das Risiko auf und habe ihn trotzdem mitgenommen. Und außerdem haben wir zu Hause auch zurzeit ganz, ganz viele kranke Katzen. Also die haben alle Schnupfen und trotzdem habe ich ihn mitgenommen. Und im Laden passt es dem Trump gar nicht. Trotzdem war ich im Laden. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel zurzeit
Ich mache sehr viel durch gerade mit den Katzen, allein hier mit der Krankheit. Ich muss hier jedem eine Tablette, ein Viertel von der Tablette in den Hals stecken. Und das ist ganz schwer, vor allem bei ihm hier. Warum ist sein Auge jetzt zu? Grauer. Also es ist schwierig, denen auch die Tabletten zu geben. Aber trotzdem, man gibt man nicht auf und man kümmert sich halt um die Tiere. Also der Messhut ist auch sehr, sehr krank. Der hat gestern und heute schon die dritte Tablette bekommen. Das ist immer noch seinen Augen. Antibiotikum-Tablette. Und Tascha Henning hat uns 100 Sterne geschickt. Ganz, ganz herzlichen Dank für die 100 Sterne. Für die Unterstützung der Straßenkatzen und Kätzchen Gold. Aber Nicole ist auch noch sehr krank. Die Bagheera war sehr krank. Die hat eben ihre dritte Antibiotikum-Tablette bekommen. Und man sieht, dass es der heute ein bisschen besser geht. Ihre Nase lief heute Morgen sehr, sehr stark. Yani kedilerde biraz hasta bugünlerde. Zum von dem Tierarzt. Ich habe dem Tierarzt gesagt, ich habe mindestens 7, 8 Katzen zu Hause, die jetzt starken Schnupfen haben. Und ich komme da nicht hinterher, dass ich die alle zum Tierarzt hole. Dann hat der Tierarzt mir diese Tabletten gegeben. Sind Antibiotikum-Tabletten, da sind hier oben und hier 2 Stück. 1, 2, 3, 4, also mehrere Tabletten. Und da muss man morgens und abends jeder Katze eine davon geben. Also ein Viertel von der Tablette geben. Und das schaffe ich auch. Nur dem Karasheffer ist es sehr, sehr schwierig, eine zu geben. Man ist hier mit der Tablette so. Kann man das auch im Futter mixen, aber das Futter haben sie nicht so sehr gefressen. Von daher habe ich gesagt, ich mache das manuell hier in den Mund rein. Jenny Schiff hat uns 100 Sterne geschickt. Ganz, ganz herzlichen Dank für die 100 Sterne. Für die Unterstützung der Straßenkatzen und Cats in Gold. Der Seite Cats in Gold. Und die Silvia ist auch hier. Und ist jetzt kastriert und ich denke mal, dass auch die Männchen nicht mehr kommen wegen ihr, weil die ja nicht mehr rollig ist. Ja, hier, der Pepper hat auch gerade genießt. Pepper, dir muss ich auch eine Tablette geben, du hast noch keine bekommen heute. Ja, Pepper, du musst auch schon eine Tablette bekommen, dann geht es dir sicherlich besser, bevor es bei dir auch ausbricht. Sonst musst du auch mit zum Tierarzt, Pepper. Jetzt hat Pepper auch seine Antibiotikum-Tablette bekommen. Und ich hoffe mal, dass das bei ihm auch nicht so schnell ausbricht. Schnell Hände waschen. Jetzt hat auch Karasheffer, die meisten Katzen haben die Tablette bekommen gegen den Schnupfen, das Antibiotikum. In hepsinde tedavi ediyoruz şu anda arkadaşlar. Çünkü bir grip var evde. Und diesen Kescher, den ihr hier seht, ich habe mich schon vorbereitet. Wenn hier der Mörder kommt, der den Luis umgebracht hat, dass ich den dann fange. Ich habe auch hier meinen Handschuh bereit. Schau mal hier, falls der. Den habe ich schon sehr, sehr viele wilde Katzen gefangen. Und mit dem Kescher habe ich auch schon hier im Haus drinne wilde Katzen gefangen. Und das steht jetzt da bereit, sobald hier dieser Mörder von Louis da ist, dass ich den fange mit dem Kescher und dann packe und dann hier. Steht ein Käfig bereit, der offen ist, ihn entweder da reinstecke oder hier steht auch ein Käfig bereit, dass man den da reinsteckt. Auch natürlich alle offen, je nachdem, wo man den gerade packt. Und vor der Tür steht auch ein Käfig bereit. Also ich rechne mit allem und ich bin mir sicher, dass ich ihn auch fangen werde, sobald er hier im Haus ist.
mit dem Kescher, mit den Handschuhen und dann rein in die Box und sofort zum Tierarzt zum Kastrieren erstmal und dann mal weiter schauen, wo man den dann, was man dann mit denen macht. Aber auf jeden Fall erstmal kastrieren. Yani şu gördüğünüz kepçe arkadaşlar bizim Louis'in katili yakalayacağız bununla arkadaşlar. Bakın bir kepçe var. Ayrıca eldiven var. Ve burada açık bir kutu kafesimiz var. Yani bunlarla kısmet olursa yakalayacağız bizim Louis'in katili. Ve hemen kısırlaştırmaya götüreceğiz. Ondan sonra artık bakacağız arkadaşlar ona ne yapacağımızı. Önce bir yakalayalım. Ama yakalayacağımızı inanırım yani. Ama artık buraya gelir mi gelmez bilmiyorum. Aşağıda mı takılır? Ich weiß auch gar nicht, ob der noch hier hochkommt. Oder irgendwo anders hin, denn wie gesagt, die Weibchen sind jetzt alle kastriert, die allmählich rollig waren. Aber sobald der hier ist, steht, wie gesagt, der Kescher bereit und die Handschuhe und der wird dann gepackt in die Box und dann sofort zum Tierarzt. Und unser neuer kleiner Leon wurde jetzt viel angemotzt von Katzen, aber das geht schnell, dass sie sich an dich gewöhnen, Leo. Unsere Katzen sind nicht so böse. Wir hoffen nur, dass der Schwarze dich nicht, wenn ich dich aus den Augen habe für eine Sekunde, packt, aber das wird niemals der Fall sein. Denn unten habe ich einen großen Quarantänekäfig und da werde ich dann reinstellen und dann in der Früh natürlich mit in den Laden nehmen. Und du siehst jetzt müde aus nach dem Essen. Ich muss dir dann gleich deinen Schlafplatz auch bereit machen. Und du musst dich auch erstmal hier gewöhnen. Und wie gesagt, der kommt hier in den Quarantänekäfig. Ich habe im Keller einen Quarantänekäfig. Nicht, dass der eine Mörder von Louis dann kommt und ihn packt. Bodrum'da bir karantina kafesim var arkadaşlar. Onun içine koyacağım. Sabaha kadar orada yatacak. Ondan sonra dükkana götüreceğim. Ich kann euch das auch mal zeigen. Den Quarantänekäfig, wo der die Nacht, wenn ich schlafen gehe, übernachten wird. Mal, das ist hier dieser Käfig. Ich habe gerade schon ein bisschen was rausgeholt, um das unten hier sauber zu machen. Noch nicht so ein kleiner Käfig. O kadar da küçük bir kafes değil. Schau mal, da liegt auch gerade der Drache drauf. Dann will ich das hier für ihn vorbereiten. Und er kann dann hier schlafen. Der Karton wird aufgemacht, der kommt darauf. Aber wie gesagt, der bleibt nur über die Nacht hier. Damit halt nicht hier aus Versehen der schwarze Kater ihn dann wieder mitnehmen, wenn wir nicht aufmerksam sind. Und schon mal gerade geht Pepper da rein und da sieht man noch, was das für ein großer Käfig ist. Und da wird er jetzt erstmal bis in die Nacht drinne schlafen, in dem Quarantänekäfig. Und im Keller schlafen auch mehrere Katzen. Schon mal, der Drache schläft hier, der Peanut schläft hier. Also hier schlafen mehrere Katzen. Aber der kleine Kater, der neue Kater, wird hier im Käfig dann schlafen. Erstmal, bis der ein bisschen wächst. Nicht, dass hier das gleiche Unglück wieder passiert, wie mit dem Louis. Und dann wird das zugemacht und dann bleibt er da halt drin, ne? Da kommt noch ein Katzenklo rein. Jetzt will ich nicht zu lange hier unten bleiben, denn das hat man wirklich schon. Da denkt man wirklich, dass der kommt und ihn dann packt, wenn man nicht da aufpasst.
Weil das ging auch mit Luis da zack, zack mit dem schwarzen Kater, ratzfatz. Yani fazla da yukarıda yalnız bırakmak istemiyorum yeni yavru kediyi. Çünkü bizim Luis'i de saniye içinde kaptı gitti. Siz de gördünüz. Anlattım size. Und dann mache ich dir ein gemütliches Bett da rein und dann schläfst du da unten. Und Grauer, du bist auch krank, ne? Ja, sieht man dir auch an. Ja, bist krank, ich weiß. Du hast ja schon eine Tablette bekommen. Aber du hast heute am Abend deine erste Tablette bekommen, die dich seit gestern schon eine Tablette bekommen haben, so wie hier Lady Di oder wie der Mesut oder die Bagheera. Denen geht es hier schon viel besser. Und die Katzen streiten sich gerade im Keller. Das sind aber unsere Katzen. Bodrum'da kedilerim kavga ediyorlar. Und sogar hier stehen Käfige bereit, falls ich den schwarzen Kater hier fangen könnte. Ja, Bruder da siyah bir. Eğer siyah kedi yakalarsak kafesler hazır duruyor arkadaşlar. Also ich habe mich vorbereitet. Ich warte nur auf den Mörder von Luis. Der soll mal schön in die Wohnung kommen. Aber wer weiß, wo der sich aufhält oder wann der kommt. Aber egal, wann du kommen solltest, ich bin hier bereit und ich warte auf dich. Yani buraya ne zaman gelirse gelsin arkadaşlar. O Luis'i öldüren olan kedimizi, yani kedimizi derken bizim kedimiz değil, onu yakalayacağız, o siyah kediyi. Bagheera, du siehst aber richtig gesund aus. Burada bir kedi duydum. Siyah kedi mi acaba? Ich habe hier eine Katze gehört eben, ob das wohl der Schwarze war. Ihr braucht nicht mitzukommen. Peşime gelmenize gerek yok. Geri dönüyoruz eve. Hadi geriye dönüyoruz. Was machst du denn hier draußen? Schau mal, der kleine Neue ist auch schon hinterhergelaufen. Das ist hier ein Ding. Schon erwachen. Du bist ja mein kleiner Frechdachs hier. Und gleich ist der schwarz und der packt dich dann. Was machst du hier? Yeni yavru kedi de peşimize geldi arkadaşlar. Bakın bu yaşta nasıl peşimize geldi. Lass, niye arkama gelmişsin sen? Der ist mir auch hinterhergelaufen. Starschein. Tu ihm nichts. Schau mal, der neue rote Kater, wie neugierig der ist und der mir hinterhergelaufen ist mit den anderen Katzen. Auf dich muss ich echt aufpassen, die Nacht sofort in deinen Quarantänekäfig. Du hast auch oben geschlafen gehabt. Das geht doch gar nicht. Mit dem Alter schon so frech. Sei ja nicht zu frech. Ja, hier. Sieht euch das mal an, der kleine Freche hier. Bu da geldi peşimize koştu, yeni yavru kedi gördünüz mü arkadaşlar? Ben nereye gitsem bu da peşime geldi, görüyor musunuz?
Yani arabadan çıkan yavru kedi de peşimize koştu. Ben de nereye gidiyor sandım onu. Schau mal, wie klein der ist. Das sieht man jetzt richtig, wenn der zwischen den anderen ist. Yani ne kadar küçük olduğunu belli oluyor zaten. Diğer kedilerin yanında. Schau mal, dem der Silvia, wie klein der ist. Der war aber flink. Sag mal, froh, dass der Schwarze nicht in der Nähe ist. Sag mal, hier. Die ganzen Katzen laufen hinterher und der ist mit. Hadi, gell. 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 Hadi, gell. Komm. Komm. Hier. Hadi, gell. Na, der hört sogar. Gell. Das gibt's doch nicht. Schon ein Bibachan ist unser Arkadaşlar, Leona. Schau dich mal den Leon an. Der kommt echt hinterher. Der sieht mich schon wirklich als seine Mama von heute Mittag bis jetzt. Der ist ja mutiger als die anderen. Seht euch das mal an. Sei nicht zu mutig, Kleiner. Nicht zu viel erlauben. Wenn der Schwarze kommt, dann kann es gefährlich werden. Da helfen dir die anderen nicht. Hadi gel, hadi gel oğlum gel, hadi gel, hadi gel, eve dönüyoruz gel. Los komm, jetzt geht's wieder nach Hause, komm. Das ist ja wirklich jetzt ein sehr, sehr süßes Tier. Hopp, hopp. Damit du weißt, wo dein Zuhause ist. Komm mit. Schau mal, die anderen sind auch alle dabei. Und der Kleine auch. Bak nachher, yeni yavru kedi. Peşimize geldi. Yani gerçekten şoktayım. Şaşırıyorum şu anda. Ich bin gerade so überrascht. Tamam oğlum, tamam. Nereye koşuyorsun? Tamam. Ganzen Katzen sind auch hier. Also ich darf dich nicht aus den Augen lassen. Schau mal, alle sind hier und der ist auch hier. Yeni kedimiz de burada arkadaşlar. O da geldi peşimize. Ve bakın diğer kediler de burada. Also unser neues Kitten ist sehr, sehr mutig. Schaut mal, und sehr, sehr intelligent. Der weiß, wo der mir hinterherläuft. Yani arkama nereye geleceğini de biliyor. Bizim yeni yavru kedimiz. Bakın Silvia da yanında. Ja, komm, komm, wir gehen wieder rein ins Haus. Als ob du doch mit ins Haus kommst, gell? Pis, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel oğlum, gel, 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 gel. Gel, pis, 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 gel. Hadi gel, hadi gel. Pis, 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 hadi gel. Hadi gel, hadi gel, geriye bekliyoruz. Aferin sana lan, ne kadar akıllı çıktın sen. Gel, pis, 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 gel oğlum, gel, gel, gel. Gel. Gel, los, komm. Hadi gel, wir gehen wieder ins Haus rein. Komm. Nicht, dass der Schwarze kommt. Komm. So viele Katzen sind da. Keiner tut ihm was. Und wir haben so eine Angst vor dem Schwarzen. Nicht, dass der Schwarze kommt. Gel. Komm, hadi, komm. Hadi gel. Hadi gel, 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 gel. Komm rein ins Haus mit dir. Komm. Hadi gel, oğlum, gel. Gel, nicht runter. Komm hoch. Warte mal. Sehr, sehr schlau ist hier. Gel. Pis, 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 pis. Gel. Gel oğlum gel. 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 Nicht runtergehen. Gel. Pis, 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 pis. Pis, 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 pis. Na, Nervensäge, hast du schon wieder die Näpfe umgeschmissen? Und du hast keine Lust, ne? Du hast ja deine Tablette gerade bekommen. Und schaut mal, jetzt ist er auch hier. Das ist ja süß. Bakın arkadaşlar, o da geldi. Gördünüz mü? Ja, aber du musst echt in den Quarantänekäfig. Heute Nacht um dir mache ich mir echt Sorgen, Kleiner. Egal wie mutig du bist. Wenn der Schwarze kommt, der kennt keine Gnade. Der ist nicht hier wie Pepper oder wie der andere. Oder wie hier der Messhut. Denn der schwarze Kater ist leider sehr, sehr brutal. Yani bizim
Katil kedimiz gelmeden seni karantina kafese koyacağız. Tuvaletini de kuracağım oraya. Orada kalacaksın. Tamam mı oğlum? Tamam. Gel lan buraya, gel lan buraya, gel sakma. Hallo Deutschland. Hallo Türkei. Bir kameraya bir bak bakayım. Bir ama öte insanlar hadi. Hadi de lan. Hadi de lan, sen de var ya, de lan sen de ufacık bebek seni. Tamam. Du bist aber ein sehr mutiger Kater. Und du bist auch tagsüber in dem tagsüber am LAN und in der Nacht tun wir dich dann hier hin. Und du bist auch wirklich sehr, sehr flink. Der Leon wurde mir heute gebracht auf die Frage, wo der Leon herkommt. Der war in einem Automotor drin, in einem Auto. Sieht man auch, wie schwarz der ist. Der muss auch morgen zum Tierarzt zur Behandlung. Und schau mal, der ist ja richtig am Genießen hier. Ja, das gefällt der Kleine, ne? Mit den blauen Augen. Du kleines Baby. Kleiner Leon, haben wir dir das Leben gerettet, ne? Du wärst nicht klargekommen dort im Park vor der Istanbul Bar. Hoffen wir mal, dass du es überlebst. Also ich schätze dich mal auf 7 bis 8 Wochen. Du bist auch ein Genießer. Du musst doch morgen zum Tierarzt. Deine Ohren sehen nicht gut aus. Und ich habe gesehen, wie mutig der ist, dass der mir auch schon hinterherläuft. Wir sind hier nach Hause. Starshine, hoş geldin kızım. Nereden geliyorsun kızım? Hoş geldin Starshine. Hoş geldin Starshine. Ja, Leon, ich glaube, du wirst allmählich müde. Ne? Das war heute viel Action für dich. Du wurdest ja von jeder Katze auch angemotzt hier. Wie das zor bir gün geçirdi. Hatte schon einen schwierigen Tag hinter sich. Sogar sehr, sehr stressigen Tag. Und jetzt ist er hier glücklich zu Hause. Du siehst auch richtig ganz schön schmutzig aus. Aber das liegt halt daran, dass du im Motor vom Auto warst. Aber jetzt hast du wirklich einen schönen Platz, wo es dir gut geht und gut gehen wird, wenn alles gut geht.
Keine Angst. Keine Angst, korkma. Sie will nur schlafen. Das ist gerade eine der ältesten Katzen zu Hause. Die tut dir nichts. Du darfst ihr nur nicht zu nahe kommen. Von alleine tut sie dir nichts. Keine Angst. Tamam. Sen ona yanaşma. O sana bir şey demez. Merak etme. Tamam. Kümmern muss morgen dich. Ich bringe dich zum Tierarzt, was auch sicherlich Flöhe. Das kann ich mir gut vorstellen. Da ist ziemlich was Schwarzes. Das ist sicherlich ein Floh. Du hast Milben im Ohr. Du bist ganz schmutzig. Ich werde dich natürlich sehr pflegen morgen, ne? Brauchst dir keine Sorgen zu machen. Seni yorman için elimizden geleni yapacağız zaten. Onu hiç gerisi merak etme. Tamam. Pirelerin de var, mayitin de var kulağında. Bakımsızsın, arabadan çıktın. Yani iyi görünmüyorsun. Und wie dunkel das Ohr ist von innen, das sieht man auch, wenn man so groß schaut. Bugünlerde bayağı bir veterinere gidip geliyoruz. Tag sind wir sehr viel beim Tierarzt. Mittlerweile sind so viel kranke Katzen zu Hause, bei den einigen geht es schon besser, die seit gestern die Tablette haben. Oder nicht auf mich raufgehen jetzt. Nicht auf mich jetzt rauf, okay? Nicht auf mich rauf, okay? Ist schon sehr schmutzig, dein Ohr. Und dein Mund und deine Nase auch. Das werden wir uns um alles morgen kümmern, okay? Ein Kater, der im Automotor drinne war, von Ziele bis nach Kumkö, war der im Motor drin. Und jetzt ist er hier bei mir gelandet. So. Nee, oğlum. Du hast halt noch so sehr miaut tagsüber. Und schau, wie glücklich du jetzt hier bist. Wie süß du spielst. Ja, aber wo gehst du jetzt hoch? Du bist wirklich sehr neugierig. Na, aber dann sieht man auch jetzt hier, der ist ganz auf meine Schulter gekommen. Bakın arkadaşlar. Ben omuzuma çıktı. Ya. Okay. Alles gut, Kleiner. Alles gut. Tamam. Das tut weh mit deinem Babykrallen. Das tut weh, wenn du. Tamam. Ab jetzt geht es dir gut, okay? Ab jetzt musst du nicht mehr schreien. Ab jetzt musst du nicht mehr dich im Auto verstecken. Bundan sonra iyi durumdasın. Artık arabanın içinde saklamana gerek yok. Artık bağırmana gerek yok. Artık aç kalmazsın.
Du wirst ihn wieder mal Hunger haben, okay? Ach ja, okay. Tamam. Tamam. Alles gut, tamam. Du bist zu meiner Hand, ne? Ja, okay. Ich streiche dich. Warte hier. Tamam oğlum, hadi gel, tamam. Tamam, bitte runter. Oder bitte schmusen, he? So, okay, dann komm wieder auf die Couch. So. Nicht zu nah an sie rangehen. Die kann dich zuhauen. Okay, du bist zwar schmutzig, aber ich werde dich morgen pflegen lassen vom Tierarzt, okay? Dann wird das Kielissen, aber seiner Gerde kein Bachumla der Padas. Tamam oder? Tamam. Nein, oh, du willst auf mich springen. Was mir? Runter mit dir. Ja, nee, lass mein Hemd los. Nee, er will auf mich rauf. Schaut mal, er will auf mich rauf. Nee, er gibt keine Ruhe. Bakın arkadaşlar, rahat bırakmıyor. Üstüme çıkacak illa. Der will unbedingt auf mich rauf. Tamam, hadi gel. Schaut mal, der war heute so in Panik, der war so in Angst heute, wo er kam, wo der mir gebracht wurde. Und wie schnell sich sowas bis zum Abend ändern kann. Wir müssten dir auch dann deine Wärmflasche machen und deinen Schlafplatz vorbereiten, Louis. Louis, sag ich, Entschuldigung, Leon. Ne? Tamam, oğlum tamam. Tamam. Tamam, wie siehst du das? Tamam, oğlum tamam. Alles gut. Machen arkadaşlar. Kedi gerçekten hemen elimin peşine gidiyor. Gel bak elim burada. Bak elime kadar gidiyor. Der weiß schon mit was ich ihn kraule, will immer zu meiner Hand gehen. Durch das mal an. Jetzt willst du kuscheln, ne? Dann geh jetzt runter, Kleiner. Nichts mehr. Wir spielen später, okay? Wir klauen. Wieder so neu in der Mann. Ich muss jetzt auch deinen Schlafplatz vorbereiten gleich. Biraz sonra senin yatacak yerini de ayarlamak lazım. Nein, nicht mehr auf mich raufgehen. Nicht mehr auf mich raufgehen. Nee, er wird ständig auf mich rauf. Sürekli üstüme çıkmak istiyor. Yine çıkmak istiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? İndiriyoruz. Geri çıkıyor. Ve
tue die ganze Zeit runter und der kommt aber die ganze Zeit wieder hoch. Der Kleine, seht ihr? Ja, okay, tamam. Deine Mama gibt es wahrscheinlich nicht. Du bist ins Motor reingegangen und wir wissen nicht, wo du herkommst. Das wissen die Leute auch nicht, die dich mir gebracht haben. Ja, okay, hier ist meine Hand, tamam. Okay, tamam. Das war auch ganz schön am Schnurren. Der kleine Leon. Leon? Bist müde geworden, ne? Dann bereiten wir jetzt gleich deinen Schlafplatz vor. Tamam. So, und somit habt ihr heute gesehen, dass wir hier einen neuen Kater Leon haben, der mir heute gebracht wurde von Urlaubern. Der war in einem Automotor drinne und schau mal, jetzt legt er sich schlafend auf meine Schulter. Und dann werde ich ihn jetzt auf seinem Schlafplatz vorbereiten. Ihr seht aber, dass der sehr müde ist. Der wird im Quarantänekäfig heute schlafen. Es ist mir zu riskant, dass ich ihn draußen lasse, weil der halt ein bisschen hyperaktiver ist. Der muss ein bisschen wachsen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke euch für die Kommentare, Teilen und für die Sterne. Und ich sage dann mal bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bizim yeni sahiplerimiz olan yavru kedi Leon arabanın içinde çıktı. Yani baya bir korkuyordu. Ama akşam oldu. Bakın ne güzel alıştı. Üstümde yatıyor. Şimdi de yatacak yerini hazırlayacağım. Bugünlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.